Bin ich rot? Auf den Kopf, ja. Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute mit einem ganz besonderen Thema, was mich momentan wirklich täglich beschäftigt. Diejenigen, die mich kennen, die auch meinen Kanal verfolgen, die wissen, dass ich 2014, also vorletztes Jahr, also schon tatsächlich vorletztes Jahr gewesen, eine große Kampagne gestartet habe mit dem Namen Nackt gegen Pelz mit anderen YouTuberinnen. Und mir ist aufgefallen, dass ich dieses Jahr mich noch gar nicht außer auf Facebook zu dem Thema geäußert habe. Ja, ich wollte heute eine ganz besondere Person mit hinzuziehen, weil wir wirklich so eins zu eins die gleiche Meinung haben und wir könnten uns wahrscheinlich 24 Stunden täglich darüber aufregen. Ich zeige euch jetzt erstmal, um wen es geht. Ta-ta-da-ta-da-da-da! Die liebe Anne ist heute mal wieder in einem Video von mir. Und da sie ja in Berlin wohnt, haben wir uns gedacht, Mensch, wir machen das Ganze über Skype. Dann kann sie sich zu dem Thema äußern. Das hat sie auch schon die letzte Zeit auf Twitter gemacht. Zwischendurch mal. Oder Snapchat, auch mal gerne. Ja. Ja, Thema Pelz. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, was Pelz angeht, absolut gar kein Verständnis. Da gehe ich auch gar keine Diskussionen ein. Das ist für mich ein Punkt, der einfach gar nicht akzeptabel ist. Also wir brauchen es heutzutage nicht mehr. Es kann mittlerweile niemand mehr sagen, er weiß nicht, wo der Pelz herkommt, wie er hergestellt wird, wie es den Tieren vorher ging. Ich bin mittlerweile tatsächlich auch schon an dem Punkt, dass ich sage, Leute, die Pelz kaufen, auch gerade bewusst Pelz kaufen, die haben also wirklich innerhalb dieser Sekunde, wo sie ihre EC-Karte da durch die Kasse ziehen, jeglichen Respekt verloren. Weil das für mich ethisch und moralisch einfach überhaupt nicht vertretbar ist. Wenn du die Leute drauf ansprichst, ich spreche ja auch jetzt vermehrt Leute drauf an, man hat wirklich Angst teilweise davor, die Leute damit zu konfrontieren, obwohl wir eigentlich nicht diejenigen sein müssten, die sich da, ja, die da Angst haben müssten, sondern diejenigen, die wirklich mit diesem fetten Pelzkraken da rumlaufen. Und wenn du dann die Leute drauf ansprichst, dann bekommst du teilweise so derbe Aussagen zurück, Katze, das ist nicht Katze, das ist Kaninchen, wo ich mir denke, okay, was ist der Unterschied da bitte? Ja. Was ist der Unterschied? Ich meine, wenn ihr auf Instagram irgendwelche süßen Kaninchenbilder liked, ja, würdet ihr dann so ein süßes Tier dann jetzt auch da an eurem Handschuh, an euren Schuhen, an eurer Mütze oder sonst irgendwas tragen? Für mich ist das einfach ein Widerspruch in sich. Aber wenn ich dann mich da hinstelle und jeden Tag irgendwelche Selfies mit meinem Schoßhund vorm Spiegel schieße, aber gleichzeitig eine Mütze mit einer Echtpelzbommel und mit einem fetten Fellkragen und so weiter noch dazu anhabe. Das heißt ja nicht umsonst Hund am Kragen, Hund an der Leine, ne? Ja, mir vergeht auch dann die Laune, wenn ich dann in der Stadt unterwegs bin und ich will wirklich einkaufen gehen und jeder zweite Laden hat dann wirklich diese typischen Mützen. Ich weiß gar nicht mehr was, vor ein paar Tagen bin ich auch irgendwo langgelaufen, vor mir Pelz, hinter mir Pelz, neben mir Pelz. Ich habe richtig Aggressionen bekommen schon und muss ich dann auch zurücknehmen, weil du wirst ja selber auch dann angegriffen. Ja. Also auch, ich sehe das dann und bin dann so schockiert und gucke da so wütend drauf, dass ich dann angekackt werde, so, du blöde Bitch, was guckst denn du so? Ich mir dann denke so, selber Bitch, wer von uns trägt den Pelz? Ja, eben. Was? Entschuldigung, ich laufe dann halt nicht lachend durch die Gegend, weil ich finde das schlimm. Ich sehe da halt dann nicht ein Mode-Accessoire, sondern ich sehe da einfach ein Tier, was da jemand um den Hals trägt und was nur deswegen getötet worden ist. Und ganz schlimm finde ich auch diese Canada Goose-Jacken. Ja. Das ist ja für mich jetzt gerade, das ist ja das, also röter geht das Tuch gar nicht mehr. Die jagen ja wirklich mit Lebendfallen wilde Kojoten und die hängen zum Teil tagelang in diesen Fallen fest, nur für diesen dämlichen Pelzkragen und die Leute sind auch stolz drauf, den zu tragen. Und da frage ich mich echt, also wie klein muss euer Ego sein, dass ihr sowas nötig habt? Ja, wenn man sich das selbst mal vorstellt, man tritt mit dem Fuß in so eine Falle rein, in so ein Tellereisen, was bis auf den Knochen durchgeht. Du steckst da wirklich tagelang drin, hast vielleicht noch einen offenen Bruch. Du möchtest das doch auch nicht. Wieso möchtest du dann für so eine Scheißjacke, dass einem Tier sowas zugefügt wird? Oder dass ein Tier bei lebendigem Leib das Fell abgezogen wird? Ich verstehe es nicht. Es gibt so viel Leid auf der Welt. Das ist für mich keine Aussage. Ich bin mittlerweile auch echt an dem Punkt, dass wenn mich jemand fragt, ob er ein Foto mit mir machen kann und er trägt Pelz, dass ich das dann wirklich verneine und dann auch sage, also grundsätzlich echt gerne, aber ich will nicht mit Echtpelz auf ein Bild und deswegen kann ich mit dir leider gerade kein Foto machen. Und da habe ich auch schon
sehr, sehr krasse Reaktion gehabt. Ich dislike dich jetzt auf Facebook. Ich habe dann nur gesagt, wechsel, tu dir keinen Zwang an. Wenn das das Ergebnis ist, was du daraus ziehst, dann bitte, dann soll das so sein, weil dann bist du bei mir falsch. Ja. Also jeder, der auf meiner Instagram-Seite unterwegs ist, muss ja mittlerweile schon mitbekommen haben, wie ich ticke. Ja. Und ich kriege tatsächlich eine Anfrage über Instagram von einem Hersteller von Jacken aus England, komplett Pelzjacken. Hey Sweetheart, would you like to wear some of our jackets, bla 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 bla. Und ich klicke und ich denke so, what the fuck, serious? Ich bin im falschen Film. Das waren komplette Jacken, die gingen bis zum Boden aus einzelnen Fetzen in allen Farben gefärbt. Und ich habe dann nur die Mega-Message zurückgeschrieben. Ich so, ist dir eigentlich bewusst, auf wessen Seite du hier bist? Du solltest dich schämen in Grund und Bogen. Ich hoffe, du rutschst irgendwann auf einem von den Stücken aus und brichst dir das Genick. Ich habe auch ja jetzt bei verschiedenen Cross-Promotions schon auf YouTube mit anderen YouTuberinnen zusammengearbeitet und ich musste jetzt im Nachhinein wirklich feststellen, dass manche eine Philosophie vertreten, da komme ich nicht mit klar. Komme ich überhaupt nicht mit klar. Und das hat mir jetzt gezeigt, okay Martina, wenn du bei solchen Cross-Promo-Aktionen dabei bist, dann schaust du dir wirklich jeden Content jedes einzelnen YouTubers vorher an. Nicht, dass du wirklich danach dastehst und dir denkst, ey, wenn ich das gewusst hätte, da bin ich aber auch so ehrlich und sag das dann auch, ich kann einfach nicht eine Person korrekt empfinden, wenn ich merke, dass die beispielsweise für ein Pelzunternehmen wirbt. Komme ich nicht mit klar und bei mir merkt man sofort, wenn ich angepisst bin, dann geht es eben auch so mit diesen Blicken, ne? Dann werfe ich dann Blicke zu und so weiter und beobachte die Leute. Ich hatte letztens am Flughafen ein Mädel ständig beobachtet, die hat so eine typische Katzenfellweste angehabt, die war vielleicht 14 Jahre alt. Und da erkennst du es ja auch extrem immer wegen dieser Unterwolle, ne? Als ich dann rausgegangen bin, dachte ich mir, okay, die fängst du jetzt ab und sprichst die drauf an. Dann habe ich ihr gesagt, Entschuldigung, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber du weißt schon, dass du da echt Pelz trägst. Ja, das weiß ich. Und ich so, ja, ist dir auch bewusst, dass das jetzt Katzenfell ist? Ja. Und dann ist sie so weitergelaufen, das ist aber keine Katze, das ist Kaninchen. Und dann habe ich mir jetzt so, okay. Und dann hat sie sich wirklich, die sind so schnell weggelaufen, die ist so schnell weggelaufen, hat die ganze Zeit geguckt, ob ich ihr noch nachfolge. Und ich denke mir so, oh mein Gott, das ist die süße kleine Katschu. Würdet ihr jetzt wollen, dass sie zum Beispiel, ist ja nicht anders als eine andere Katze oder ein anderes Tier, dass sie hier an den Füßen aufgehängt wird und ihr bei lebendigem Leib das Fell abgezogen wird? Nein! Wenn ihr euer eigenes Haus hier zu Hause anseht und ihr denkt euch, würde ich das auch wollen, dass der kleine Waldi, jetzt kein anderer Name ein, oder die kleine Muschka jetzt für meine Mütze ihr Fell lässt und derart leiden muss? Es gibt ja auch Marder. Ja. Biberfell ist ja jetzt auch irgendwie wieder im Kojote. Waschbären auch. Also so viele verschiedene Arten, ob das Kojoten sind. Füchse, das ist für mich was, wo ich echt denke, also auch dieses Argument, das ist ja auch ein sehr oft genanntes Argument, ja, das hat man früher auch so gemacht, also das brauchte man ja früher auch, um sich zu wärmen, wir leben aber nicht mehr in der Steinzeit. Nee. Entschuldigung. Wir haben ganz andere Möglichkeiten. Da war es natürlich so, die haben da einen Mammut getötet, da haben die einen kompletten Winter von gelebt, da haben die ihre ganze Familie mit ernährt und haben sich von den Knochen noch irgendwelche Sachen gebaut. Ja. Das kannst du alles so miteinander gar nicht mehr vergleichen. Nee. Du kannst nicht hingehen und sagen, das ist natürlich gewesen, wenn wir als Spezies hingehen und für uns diesen natürlichen Hebel komplett außer Kraft setzen. Wir haben auch einfach das Problem, dass wir sehr, sehr viele Menschen sind. Du kannst für so viele Menschen nicht so viel Pelz und so viel Fleisch und so viel Milch und so viel Käse herstellen. Das sind einfach Sachen, das sind Fakten. Wir sind deswegen so viele, weil wir hingehen, weil wir Medizin erfunden haben und. Das ist ja ein Rattenschwanz, der sich zieht. Da gibt es ja ganz viele Dinge, die damit einspielen. Und in diesen Massen funktioniert das einfach nicht mehr. Also alleine das ist ja schon ein Faktum. Unabhängig davon, dass es einfach moralisch gar nicht mehr vertretbar ist. Wir brauchen es ja gar nicht ja. mehr. Warum müssen wir das machen? Warum müssen wir unsere Umwelt so verschmutzen? Warum müssen wir mit unseren Lebewesen auf, ja. auf diesem Planeten, den wir haben, so umgehen? Also wenn wir doch so eine unglaublich kluge Spezies sind und uns hinstellen und sagen, wir sind die höchsten, entwickelte und intelligenteste Spezies auf diesem Planeten, dann dürfte das eigentlich so überhaupt gar nicht funktionieren, nee. Weil dann müssten wir ganz anders mit den Dingen umgehen. Was sagen wir mal, wenn wir wirklich mal zur Rechenschaft gezogen werden und diese ganzen Bilder,
in einem Film ablaufen. Sei es Tierversuche, sei es die Umweltverschmutzung, sei es das Morden für Pelz, sei es, ach Gott, da gibt es so viele für irgendwelche Veranstaltungen, Unterhaltungszwecke, Tiere töten. Wenn man das wirklich mal nacheinander alles ablaufen würde und man würde uns fragen, ja, warum tut ihr uns das an? Was würden wir denn darauf antworten? Was, nur weil wir so eine egoistische Rasse sind? Nur weil wir so profitgeil sind? Das ist echt traurig. Und bei den Indianern, die haben das komplette Tier verwertet. Da hast du nichts mehr übrig gelassen. Ja, aber wenn ein Rind getötet wird, dann nimmt denn der eine isst das Fleisch und der nächste legt sich das Fell dann als Teppich dahin. Das ist nicht der Fall. Nee. Das sind alles unterschiedliche Tiere. Ein Rind, das für Fleisch gezüchtet wird, ist ein Rind, das dafür gezüchtet wird. Dann gibt es die Milchkühe und dann gibt es die Rinder, die für Leder und für das Fell, Teppiche und weiß der Geier gezüchtet würden. Das sind komplett verschiedene Dinge.